40694 ist auf einer Seite von Sosnovich Klovny. Du kannst den Hörer nicht abnehmen. Nö, nicht, ich drück drauf und will aber nicht. Ach so, einen schönen guten Abend aus Sosnovich Klovny. Sag mal, du hast mir schon zwei Züge geschickt. Wäre schön, wenn du mir irgendwie per Text mal vorher sagst, was da für Züge kommen, weil ich sehe das ja leider gewiss nicht. Nö, kann ich machen. Das ist super, ich danke dir.
2022-43. Muss ich noch einen Moment gedulden, ich habe noch eine Durchfahrt hier. Es gibt einen Spieler hier, den habe ich schon. Es gibt einen Spieler hier, den habe ich schon öfters gesehen und dann kam weg. Der 40694, ja, wie sieht denn der aus? Ja, momentan. Die 40-50 Durchfahrt steht. Ja, vier Stück müssen da sein, einer ist noch unterwegs. Was soll ich denn sagen? Ich stehe ja auch den ganzen Tag an der Stelle. Ih, Dosenbier. Wie wär's mit Bölkstoff? Bölkstoff, bin ich dabei, wann und wo? Und Duffbier gibt's auch, ne, von Simpsons. Blöbräu gibt's auch, ja.
noch drei Züge in Reichweite. Ich habe 44, 70, 73, 40, 6, 45 und 44, 70, 71. Die fährt nachher den ganz großen Bogen und kommt aus 160. Die hier stehen, echt? Ah, hier kommt der nächste Güterzug, oder? Oder ist das ein Personenzug? Einer kommt da hinten. Ah, ist ein Güterzug. Eine 186. Der bleibt jetzt auch hier stehen, gell? Er hat nur noch Gehirn. Willkommen im Club. Hallo Eisbär. Gerne welche Frequenz die diese Hütte. Irgendwie fahren sie gerade ein Lok-Treffen, kann das sein? Ah! Die coolste und getunteste Lok hat wirklich den Pokal. Also ich, ist ja klar. Hallo. Hier geht nichts mehr weiter. Hallo. Ein bisschen, meinst du?
Warte, ich rüste mal gerade meine Lok ab, die macht viel zu viel Krach. Wir haben gestern 3 Server-Restart-Zyklen gespielt. Und jedes Mal gab es immer wieder die Stau da, hat sich aber irgendwann wieder aufgelöst. Ah, okay. Ja, nice. Guck, sag schon, da geht's schon los hier. So, der erste hat schon wieder freie Fahrt. Oh, ich aber nicht. Wer? Neben mir? Du nicht, du bist der Letzte, den ich muss. Hä? Hier ist noch alles rot. Ich sehe nichts, was Fahrt hat. Wer hat denn Fahrt? Von den 4 Zügen hier niemand. Jetzt wird doch nicht gefährdet. Wer hat Fahrt noch? Jetzt nicht mehr, oder was? Der ist schon bei mir wieder. Ach was. Sobald er den Mund verlassen hat, kriegt der nächste Fahrt. Das wäre? Das weiß ich nicht. Es gibt hier schnell als Fahrzeug. Am längsten stand ja der Kollege rechts neben mir, ne? Der andere kam später und der Eisberg kam ja jetzt zu kurz. Irgendwie so. So in dieser Reihenfolge müsste das rein als hier nächstes quasi fährt abfahren. 44, 70, 75, danach 14, 1, 41.
zuständig. Das ist das AI-Stellwerk, was da wieder spielt. Wieso habe ich gerade als Güterzug eine Meldung bekommen, ich hätte einen Fahrer ausgelassen. Auf einem Haltepunkt irgendwo mittendrin. Was hast du ausgelassen? Einen Plan halt, angeblich als Güterzug. Ja, in Benzin. Entweder hat Benzin dich durchgewunken oder Glocken hat dich durchgewunken. Nee, ich bin schon viel in Busturmport oder wie das heißt. Du bist 15 Minuten zu spät, zu früh. Ei, Farbdäppchen. Ja, ich bin ja, Typ in Benzin hat vorhin alle Frachtzüge durchgefunken. Und jetzt staut sich natürlich alles in Lessie wieder, ne? Weil die S-Bahnen nicht überholen konnten. Alles. Jetzt steht ihr da wieder stundenlang rum, bis ich zu ist. Ich bin auf dem Mittagpreis. Ich bin raus aus dem ganzen Geschehen. Ja, aber der muss die Züge rausholen, damit die anderen überholen können. Und das hat er nicht gemacht. Also ich bin ja einer von den Güterzügen, die er einfach durchgeschickt hat, obwohl ich hätte pausieren müssen auf dem Nebengleis. Deine reguläre Ankunft wäre hier. Und das ist ein Fehler, das dürfen gewesen. Die nicht machen. Güterzüge haben eine Empfehlung eigentlich mit dem Halt. Bis DGZ. Ein was? Ist Mischverkehr und dann geht's ab auf die Güterstraße. Ja, richtig, aber mich hat er auf Hauptstrecke gelassen. Der hat mich nicht runtergeholt. Das ist dann der KI-Fahrer, dann hat der Scheiße gebaut. Nee, war kein KI. Der hat mir noch geschrieben. Ja. Und damit bringst du natürlich alles durcheinander, ne? Weil das ist halt uncool. Ich hab Gesichter, ich sehe Gesichter, oh mein Gott. Jetzt habe ich mal eine reguläre 9 Minuten Pause hier. Ich habe auch Pause.
sag mal, staut sich jetzt die Gegenspur auch? Nee, das ist der für Linie 160 gleich. Hat er da gleich einen Halt oder was? Weil das so verdächtig langsam war. Das müsste 24, 22, 45 sein. Delta, welche Bahn steht neben mir? Diese zwei Güterzüge, kannst du mir die Nummern sagen? Weiß ich nicht. Du musst den AIDA fragen. Sag mal, was weißt du überhaupt? Rufe habe ich nicht hier eingestellt. Ich habe die 64, 54 kann ich sehen, 44, 73, 40, 6, 45 und 44, 70, 71. Ach so, mich siehst du auch schon gar nicht. Ja, dann. Pandemik. Das da ist KI. Da steht, oder meist klappt das doch hinten, wenn einfach irgendwelche Züge in Sosnovyj jetzt gerade ausgeschickt wurden. Dann weiß die KI hinten in Sosnovyj nicht mal wohin damit, weil sich doch die Strecken aufteilen. Also die KI ist dumm. Ich hoffe sehr, da gibt es später Gegenmaßnahmen für Menschen, die da ja einen Lovely Bullshit machen. In Sosnovyj müssen sämtliche Züge mit 24 oder 42 am Anfang ausgefädelt werden. Und wenn da irgendwelche Leute drin sitzen, die Fahrpläne nicht lesen können, ja, dann kommt so Scheiße. Das passiert fast in jeder Session. So, weißt du, am besten ist, die machen so ein ausführliches Tutorial. Und wer das ausführliche Tutorial bestanden hat, darf dann Fahrdienstleiter werden, vorher nicht. Nee, der darf das ausführliche Tutorial dann nochmal und nochmal und nochmal spielen. Wenn er verkackt, ja. Wenn er gemeldet wird oder was weiß ich, wie, ne? Wenn er es verkackt, dann muss er es nochmal machen. Ja. Gestern, weil, ne, so funktioniert ja Lernen, ne? Immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wir haben gestern die ganz genau gleiche Situation gehabt, aber der Server-Restart kam uns im Weg. Es war gerade dabei, dass der Knoten sich löst. Guck mal, jetzt kann ich wieder einen aus Lazy LB rausholen. Das war heute Morgen. Ah, stimmt, du warst mit dabei, glaube ich, ne? Yep. Schade, dass der Restart war. Das hätte sich einfach wieder aufgelöst. Aber ich habe gehört, ZEW3 Spam Ringpass. ZEW3 ist eigentlich zwischen Triebfahrzeugführer. ZEW1 ist zwischen Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter oder andersrum. Normalerweise laut Definition. Aber ich fahre ja kein Triebfahrzeug, also nicht kein Triebfahrzeugführer. Ich fahre ja eine Lok. Ich bin Lokführer. Ja. Und die wird angetrieben. Schiebst du die? Nein, der ist motorisiert. Kein Triebfahrzeug. Nennt man die auch Triebfahrzeug? Er treibt an. Du, was du meinst, ist ein Triebwagen. Stimmt, hast recht. Genau das meine ich. Ja, ich muss das alles noch üben. Mit den ganzen Begrifflichkeiten. Ich will aber Lok. Ich bin Fahrzeugführer. Fahrzeugführer klingt so bäh. Ach ja, und es gibt noch Triebzüge, ne? Das ist ja wieder was anderes, ne? Ich hab schon wieder
versucht abzubekommen wegen Durchfahrt durch einen Güterbahnhof, bei dem ich Fahrt gehabt habe. Der Lauf war ich dadurch. Ich bin Güterzug, ich halte passiere ich immer. Signalen. Passiere ich immer. Das muss ein Fehler sein. Ich denke mal, da vertut sich da irgendwie was von wegen, weiß ich auch nicht. Aber ich habe das auch ständig, wo ich überhaupt nicht halten muss, kriege ich da 1000 Minuspunkte. Also, du kannst nur GT. GT bedeutet Betriebshalt. Ich kann den ausfallen lassen. Diese Situation hat ja schon eine Betriebszeit hier, PT, wie du gerade sagtest, ja. Ich bin gerade in den KI-Tuber hier stehen und habe 30 Minuten verloren. Ja, das ist ganz normal. 30 Minuten ist noch wenig hier. Die KI heute ich Morgen hatte ich eine Verspätung, weil mich die KI einfach nicht aus dem Hauptbahnhof rausgelassen hat. Es wurden alle Züge, aber ich nicht. Dann fuhr ich mal raus, aber beziehungsweise eine andere S-Bahn hatte derselbe mächtige Gang. Wo dann hinter mir her mit 20 Minuten. Jetzt 14.141 habe ich auch schon wieder rausgeholt. Sollte gleich irgendwann weitergehen. Die Wetten sind eröffnet. Ich möchte Treuhänder sein, der sich danach immer mit Duden verpisst. Ja! Nimmst du einen mit? Natürlich nicht. Er kommt drauf an, wie viel du dem Treuhänder gibst. Ja, also gut, manchmal sind wir unter ein bisschen pleite, ne? Also das Tanzen mit den Güterzügen muss ich noch üben. Die bremsen wesentlich besser als die kriegen MTD2. Ja, ich hab da aber mittlerweile ein bisschen so ein Gefühl so. Also es geht das gewohnheitsbedürftig. Also man findet sich da schon ein. Dauert halt die bisschen, die ja. Bremsen viel schneller als die MTD2. Da fuhr ich immer so diese 3500 Tonnen Dinger und da wartest du erstmal eine Minute, bis überhaupt was passiert. Ja, also hier bei denen ist das so, ich ziehe immer in zweiter Stufe an. Und dann, wenn der Bremszylinderdruck hochgeht, dann gehe ich eine Stufe vor oder noch eine vor, also wieder, sprich wieder auf Fahren, ne? Dass ich den immer so, wo halte ich denn immer? Unter 2, also unter 2 Bar. Wir haben ja hier in Mega, wie heißt das? Megapascal, ne? Dass du ein bisschen mit dem Ding spülst, ist normal. Ich wollte gerade sagen, mit dem Bremshebel ein bisschen rumspielen, das geht also. Ich habe mich mittlerweile eingefunden. Also ich bin mittlerweile in TD2 ist das in der Regel, dass du so bei 20 km/h oder Geschwindigkeit, die du erreichen willst, schon da beginnst mit Lösen. Und was ist denn DT2? Ja, 332, das ist. Ist das gut? Ähnlich wie hier. Das ist ähnlich wie hier, nur dass es da überhaupt keine KI gibt. Der einzige KI erfährt die Fahrpläne. Und man hat immer die Szenarien, so Stellwerke, aber die sind immer. Oder? Da hat man viel drüber gehört, wenn man da viel Mist man macht. Fahrpläne, aber es ist. Punkte. Dort gibt es auch ein Level-System und wenn du da Mist machst, wirst du schnell mal für eine Woche oder zwei Wochen gesperrt. Wenn du zu viel Mist machst, wirst du dauerhaft gesperrt. Alter, wir kleben gerade die Leute an der Scheibe, wie die fliegen, ne? Die springen hier alle bei mir vom Zug rum, ey. Was? Die Wischer. Meinst du, ich kann die Menschen wegwischen? Ich versuch's mal. Mit meinem Washer. Der Washer geht ja auch wieder. Machst du Gummihände dran an den Wischer. Jedenfalls wegen TD2 kenne ich die EU07 und EP07 auch komplett auswendig. Ich kenne die ganzen Konsole. Ich rüste die in der Regel dazu. Ach, ich mag die EU07 auch. Maschina zockst du wahrscheinlich auch, oder hast du gezockt, ne? Nein. Ich kenne Maschina, aber ich hab's nie gezockt. Nur TD2. Ich hab das so spät, das ist ja schon so alt, ne? Aber ich bin da erst vor kurzem drauf gekommen. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich hätte mir niemals Trains in World Gold, hätte ich das vorher schon gekannt oder so. Weil das ist wirklich um Längen besser und das von 2001, das muss ich mir überlegen. Ne? Das ist der Strombegrenzung, niedriger Strom, wenn du das auf 1 stellst, kannst du bis zur Stufe 28 nur bis zu 800 Ampere beschleunigen. Ist vor allem bei Schwärmgüterzug sehr hilfreich.
warte mal. Wie meinst du das mit 1? Aber mit einem Pantographen oder mit 2? Nee. Das unten diese 3 Runden, also Mittelpanel, diese 3 Runden Drehschalter, den ganz rechts. Wenn du den auf 1 stellst, da geht ein rotes Lichtchen an. Wenn du den jetzt, wo ist das, glaube ich, ein blaues. Und wenn das aktiviert ist, kannst du bei dem Pfeil in Positionen von 0 bis 28, sprich bis zur Stufe R, kannst du statt 600 Ampere bis zu 800 Ampere hochgehen. Also deutlich besser beschleunigen in den niedrigen Stufen. Muss dann aber wieder den Hebel auf 0 stellen, um die Stufe bis 43 hochzubrechen. Du meinst diesen Zusatzhebel hier, wie nennt er sich hier, Rangierfahrhebel, oder? Strombegrenzung, niedriger Strom, steht bei mir. Den kann ich umstellen auf hoher Strom. Ach, du meinst die drei Dinger hier, ne? Ja, alles klar, ich hab ihn gefunden. Gut. Auf hoher Strom stellen, ne? Ja. Ah, ich verstehe, okay, alles klar. Und das andere Anpassen der Kräfte auf der Räder, ist das irgendwie sinnvoll? Wenn die Lok schlingert oder wenn die ständig hin und her springen, kannst du das damit die Geschwindigkeit. Ach so, okay. Hin und her springen. Ja, und das andere sind halt nur die Einstellungen. Und der Netflix-Anstellung auf dem Deutsch. Also, anstelle von Kürzen stellen. Ach, der steht bei mir auf P. Ja, standardmäßig erstmal. Ich muss aber den Waggonstick umstellen, ne? Das kann ich hier einfach von der Lok aus machen. Ja. Denn dann bremst er langsamer wahrscheinlich, ne? Beziehungsweise haut nicht so schnell rein, ne? Irgendwie so war das doch, ne? Ich weiß nicht genau, wie sich das auswirkt. Ich bin kein Planer. Manchmal. Ja, ich habe mal auf Güterzug gestellt. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht testen können, weil, ne? Rotes Signal. Aber ich werde das mal testen. Danke auf jeden Fall. Ansonsten, wenn du WLAN hast, oder stark beschleunigt, dann einfach bei den grünen Knöpfen dort den grünen Topf drücken, wo es rot leuchtet, in der Regel. Der zweite grüne Knopf links, das ist der Hauptschalter. Ja, hier ist beschriftet in TD2 Licht oder auch polnisch. Oho, es darf einer fahren. Ich werd bekloppt. Und das ist der Kollege, der schon über eine Stunde stand. Nee, Quatsch, ist der andere. Der nach mir. Ich hab euch versprochen, es liest sich. Im Zweifel würde ich sagen, oder im Zweifel sagt man immer, trägt man schon Format vorfahren. Ich hab jetzt. Ja, man hört vorher.